Ein Praktikum beim Fohlenhof? Für eine Pferdeliebhaberin ging dieser Wunsch in Erfüllung. Hallo, ich bin die Anna und ich mache da beim Fohlenhof in Ebs meine berufspraktischen Tage. Ich schaue mir gerade so an, wie es da so läuft. Kommst du mal mit, ich zeig's euch. Ein Praktikum am Fohlenhof ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil der Fohlenhof ein ganz gutes Team hat. Wir, beziehungsweise ich, kann auf jeden Fall sagen, dass wir auf die Praktikanten gut Acht nehmen und einer so gut wie möglich die Arbeit präsentieren können. Also so wirklich jeden Abschnitt, was in der Pferdewirtschaft wichtig ist. Anna hinterließ vom ersten Moment weg einen positiven Eindruck. Sie ist sehr fleißig, sie bemüht sich und sie will alles recht machen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ich den Beruf einmal mache. Ich freue mich nur sehr aufs Kutschenfahren, das tun wir heute noch. Vor dem Kutschenfahren hatte die Mittelschülerin jedoch noch einiges zu erledigen. Die Aufgaben am Ebser Gestüt gestalteten sich jedenfalls facettenreich. Also wir am Fohlenhof sind halt ziemlich breit aufgefächert. Wir tun Kutschenfahren mit den Reiten, wir den Jungpferd ausbilden und da kann man einfach ganz viel lernen. Ich bin auch schon geritten, also schon wie ich klar war. Es ist einfach cool mit einer zu arbeiten, weil sie halt einfach schöne und große Viecher sind und da ist halt auch cool. Also dieses Gefühl am Pferd oben und mit dem Pferd, das kann einem fast kein anderer geben. Für mich bedeutet Faszination Pferd, wenn man mit dem Pferd arbeitet, dass sie einem immer was zurückgeben. Sie sind einfach der Seelenspiegel. Wenn du selber schlecht drauf bist, ist das Pferd auch schlecht drauf oder probiert dich halt zum Trösten. Das finde ich halt das Schönste am Pferd. Ich finde es aber süß, wenn sie als Futter kriegen. Das finde ich ganz lustig. Unsere Praktikanten verlassen dieses Gestüt nach dem Praktikum meistens mit Tränen in den Augen. Ich möchte nicht sagen, dass die Arbeit immer schön ist. Vor allem, wenn man mit Tieren arbeitet, da kann auch mal nicht so schöne Dinge passieren. Aber ich schätze mal, dass wir unsere Arbeit ziemlich gut machen. Pferde sind am Fohlenhof die absoluten Stars und werden mit viel Leidenschaft umsorgt. Sie geben den Betreuerinnen aber auch genügend zurück. Faszination Pferd bedeutet für mich einfach anschalten. Jung und alt zum Pferd, zum Tier bringen, um ihnen zu zeigen, was eben das Pferd alles kann.